Moinsen, Leute, und willkommen zu, genau richtig, FIFA Let's Play, FIFA 16, so sieht es aus, die Trikots, die mir geschenkt worden sind, ja, hier sind sie, im Endeffekt sind sie eigentlich fast alle irgendwie identisch, naja, okay, die spanischen, die italienischen sehen irgendwie fast alle identisch aus, naja, morgen oder so, um die Tage, demnächst, morgen, ja, müsste morgen, spätestens morgen, glaube ich, die Vorstellung von den Sachen, die wir dann, die ihr dann wählen könnt für den nächsten Monat. So, alles in den Verein. Ja. Willst du wirklich alle im Verein hinzufügen? Ja. War ich gerade leicht verwirrt. Auf jeden Fall, die Modis sind weg. Mal gucken, welcher Cup jetzt neu dabei ist. Es ist der North American Cup. Der North American Cup. Wir sollen exakte Spieler 18 Stück haben von der Liga der USA und von Mexiko. Gucken wir mal, ob wir von der USA und von Mexiko genau 18 Spieler haben. Ich glaube eher weniger dran. Und wenn ja, müssen wir den Cup relativ schnell machen. weil wir haben nicht viel Zeit. So, gucken wir einfach mal. Mal gucken wir da. Wir können auch hier mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass wir genauso viele Spieler haben sollten noch Profi. Also, Mexiko. 5. USA. 10. Sind 15. Da reicht das nicht. Wir haben keine 18. Theoretisch, ja, wir können neue Spieler kaufen. Ja, können wir machen. Ja. Aber nein, machen wir nicht. Weil warum? Anscheinend haben wir im Ranking ein bisschen Plus gemacht durch unseren Inform-Spieler. Sind auf 177 hochgestuft worden. Aber was mich ja mehr, fast schon mehr interessiert, sind die grundsätzlich die Ranking-Listen. Und da sehen wir im Endeffekt den Sascha auf 1 mit den meisten Münzen. Wir sind auf Platz 16. Ist in Ordnung. Muss man jetzt nicht hochjubeln. Let's Play Big Boss hat das meiste gekriegt per Transfers. Wir sind wahrscheinlich sehr weit unten, weil wir ja lediglich immer Packs öffnen und dadurch gibt es ja Minus. Minus. Auf 61. Ich glaube, ja. Es gibt nur zwei, die noch schlechter sind als ich. Oh. Müssen wir dringend ändern im Endeffekt. Vereinswert sind wir auf Platz 2. Wow. Da sind wir auf Platz 2. Der Blooper-Guy auf 1. Und Top-Mannschaft. Da ist der Sascha vor dem Let's Play Big Boss. Also eigentlich im Endeffekt, wenn ich mal irgendwann einen Cup machen sollte und theoretisch dazu gucken könnte, würde ich fast schon sagen, dass es ein Match zwischen diesen beiden Spielern geben sollte. Würde ich mal fast schon sagen. Aber naja, wenn es mal irgendwie die Möglichkeit gibt, irgendwann mal. Whatever. So, jo, dann spielen wir als nächstes den nächsten. Das nächste Spiel. Aber erstmal müssen wir gucken wegen den Verträgen und sehen im Endeffekt, dass das eigentlich alles im grünen Bereich ist. Ja, unsere Stürmer müssen jetzt beide mal wieder pausieren. Liegt einfach daran, dass die so erschlagen sind, dass ich sie nicht noch ein Spiel laufen lassen möchte. Dasselbe gilt auch eigentlich für alle anderen Positionen. Ja, eigentlich alle an anderen Positionen auch. So. Das heißt, also im Mittelfeld müssen wir auch wieder auswechseln. Aber ich sehe gerade, dass wir keinen Verteidiger haben. Stellen wir einen Defensiven rein. Oder schaue ich meiner Liste? Ich schaue meiner schlauen Liste nach, welchen Verteidiger wir denn noch haben könnten. Denn, obwohl theoretisch können wir jetzt auch jemand anders noch reinsetzen, aber nee, gucken schlaue Liste und sehen in dieser schlauen Liste, dass wir genug Spieler eigentlich noch haben. Unter anderem haben wir sogar noch einen, den wir auch direkt einsetzen können. Tauschen, der kommt aus Deutschland und zwar aus der zweiten Bundesliga. Ja, da haben wir genug. Und okay, Tempo ist ja jetzt nicht der schnellste, ne? Also. Aber ich denke mal, es ist besser, so einen Spieler drin zu haben, als jetzt einen, der völlig erschlagen ist. So, Torwart muss ist gesetzt, klar, den können wir jetzt nicht austauschen. Sonst. Ja. Sonst ist das okay. Trikotnummern, der Trick, die Nummer 10. So.
Sonst alles gut, ne? Ja, alles gut. Alles Paletti, Spielerrollen anpassen und dann geht's los. So. Also, heute spielen wir wieder Einzelspielermodus. Wir brauchen jetzt 4 Punkte. Das heißt also im Endeffekt, eigentlich ist es nicht schwierig. 4 Punkte holen, müsste möglich sein. Wir spielen noch gegen 2x Profi. Falls wir es nicht schaffen, echt, dann kann man sagen, Kopf ab, weil das wäre eine Schande im Endeffekt. Also, ja, sind wir also sehr gefordert. Sehr, sehr, sehr gefordert. So, wir spielen mit unserem Auswärtstrikot gegen den Gegner in Heimtrikot. Und wenn wir jetzt rausgucken, bei mir hier ist es so zwischendurch regnerisch, zwischendurch eben mal nicht. Dementsprechend ist es bewölkt. Es ist immer doof, ne, wenn du so wechselndes Wetter hast, ne, mal so, Riski vorne im Sturm, ich glaube, den haben wir in der finnischen Nationalmannschaft schon mal gesehen, ich glaube, Riski, ja, ja, ich glaube schon, als wir mit Newcastle gespielt haben, irgendwie schimmert mir da was, aber das ist eine andere Sache, den hat aber sowas von ungenietet, den auch, Los geht's. Wir brauchen hier jetzt nicht groß irgendwas thematisieren. In der Hinsicht. Nö, nö. Also, heute geht's gegen Göteborg. Ja, wie erzählt, morgen ist wieder Abstimmung von euch, ne? Ihr könnt wieder wählen, welches Trikot wir denn haben nächsten Monat, welches Wappen und welchen Ball. Der Rest ist mein. Stadion, glaube ich, Stadion haben wir, glaube ich, keine 2 Stadien. Wir spielen dann nächsten Monat, also im Monat April, im East Point Arena. Schauen wir mal, ich glaube, wir haben nur dieses eine einzige Stadion. Nee, warte mal, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Oh, ich bin auch doof. Ihr könnt da noch wählen, stimmt. Wir haben noch als Gegenkandidaten neben dem East Point Arena, haben wir noch das Olympiastadion aus Berlin. Ah, oh, das ist natürlich eine interessante Wahl im Endeffekt. Ich habe das voll vergessen. Stimmt, wir haben am Anfang des Monats für die Tokens haben wir das Olympiastadion gekauft. Ja, da war was. Ach ja. Also doch, dann eine Konkurrenz. Also dass keinen aufgefallen ist letztens, als ich gesagt habe, boah, wir haben nur ein Stadion. Auch interessant. Ach, Mann. Aber nein, das stimmt. Wirklich, wir haben 2 Stadien. Oder sogar 3. Ich müsste mir das nochmal anschauen. Mal da irgendwo. Muss ich mir nochmal notieren. So, und damit willkommen aus Göteborg. Ja, hier haben wir schon mal gespielt, hier in Göteborg. Nicht heute, nicht gestern beim Let's Play von FIFA 15. Ich glaube auch nicht gegen Göteborg, sondern gegen das schwedische All-Star-Team. Ich glaube, damals habe ich sogar das Stadion hier benannt. Irgendwie war da was. Und der fällt, es gibt keinen Elfmeter. So, jetzt die Möglichkeit. Ah, der Ball zu hoch. Ich dachte jetzt, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass er niedriger gekommen ist. Wie gesagt, heute ein Unentschieden. Müssen wir morgen gewinnen. Im Endeffekt ist das so. Klingt unlogisch, ist aber so. Wenn wir heute Unentschieden spielen, müssen wir morgen gewinnen. Andersrum ist es andersrum. Ne? Andersrum heißt es im Endeffekt, wenn wir heute gewinnen, dann brauchen wir morgen nur ein Unentschieden, um den Titel zu gewinnen. Das heißt, wir dürfen nicht verlieren. Aber so auf Defensivtaktik zu stellen, ich glaube, das ist nicht so meine Art. So, ja, versuchen wir es. Gut, geklappt. Hat geklappt! Und klappt nicht! Und klappt nicht! Der Ball geht knapp am Pfosten vorbei. Man hat das Aluminium bestimmt noch im Stadion gehört. Ihr da draußen bestimmt auch das Aluminium. Ah. Ja, Ostern ist jetzt vorbei. Die Osterpacks sind vorbei. Ja. Ultimate Team Packs sind vorbei. Ja. Was ist euer erfolgreichster Spieler in den Osterpacks? Schreibt es mal in die Kommentare. Der eine oder andere hat da jetzt gestern schon was reingeschrieben. Unter anderem Reus gezogen, Informspieler gezogen. Alles drum und dran. Mein erfolgreichster, würde ich mal ganz klar sagen, ist Iniesta. Ist schon krass, ne? Iniesta gezogen. Das ist schon wirklich heftig. Ja, da nochmal der Schuss, der gegen den Pfosten ging. Ja, steht im Abseits. Und der ist ein bisschen verrückt. So.
So, aber natürlich gibt es das nicht jede Woche. Das war ja jetzt sozusagen Geschenkewoche von Ultimate Team. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, letztes Jahr war das, ne? Da hatten wir auch bei Ultimate Team die Sachen gezogen, aber ich glaube, das waren damals 5 Packs auf einmal. Boah. Naja, ne? So, jetzt vielleicht die Chance. Hier zur Führung. Ah, unser Spieler fällt, aber es gibt keinen Strafstoß, weil er nicht ganz gefallen ist. Aber die Dominanz zeigt sich heute wieder. Jetzt nicht so heftig wie gestern. Also, das war ja, ne? Wie ja schon gesagt, ne? Aus der Werbung kennen wir das nicht so dominant. Ja, das waren wir gestern. Hoffentlich wird das heute. Ja. Also vorhin, falls ihr das ja vorhin gesehen habt mit dem FC Barcelona, ja, normalerweise spielen wir ja als erstes Ultimate Team und danach mit Barcelona, aber dieses Mal ging das. Achso, nee, Quatsch. Morgen ist das so. Ah, Entschuldigung. Morgen spielen wir als erstes mit Barcelona und ja. Spoiler, ich erschaue euch fast schon vor. Wir spielen gegen Al-Hilal. Wie das ausgehen wird, ja, es wird auf jeden Fall die Rache. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es wird die Rache gegen Al-Hilal ablaufen. Wir haben ja im Hinspiel gegen die Arabier ein 1 zu 1 gekriegt, was aber sowas von unnötig war. Weil der Gegner eine Chance hat und im Endeffekt diese Chance verwandelt hat. Das kennen wir ja allzu gut allesamt. Oder wir einfach zu nachlässig waren. Das könnt ihr am ehesten entscheiden, ob das zu nachlässig war von mir damals oder eher nicht. So, aber das ist jetzt viel, viel zu nachlässig eigentlich im Endeffekt. Wir lassen den Gegner gewähren und das kann natürlich ganz böse ins Auge gehen. Erst recht, Göteborg ist ein Top-Team aus Schweden. Die dürfen wir absolut hier nicht vernachlässigen. Das haben wir ja bei den. Warte mal, Göteborg? Glaube ich, haben wir auch bei Newcastle schon letztens gespielt, oder? Nee, Newcastle spielt in einer anderen Gruppe. Die spielen nicht mit Göteborg in einer Gruppe. Was war das denn jetzt? Ach ja. So, jetzt aber. Na, wieso ist das hier? Wieso geht das denn nicht? Eben ging es doch noch. Eben war doch alles noch Jutsche. 33. Minute und wir jammern schon. Andersrum, wie gesagt, wenn wir heute hier unentschieden spielen, ist das auch nicht das Schlimmste. Also es ist nicht so, dass das irgendwie Weltuntergang-Modus ist, wo wir auf Weltklasse hier so hoch gewonnen haben und so schön gespielt haben und alles drum und dran. Aber es ist kein Weltuntergang, wenn wir das heute hier nicht packen. Es wäre ein Weltuntergang, wenn wir heute verlieren würden. Dann wäre das wäre sehr tragisch und da stehen sie allesamt im Abseits. Irgendwie. Ja. Ach, da stehen sie allesamt im Abseits und können da dann auch nichts machen, ne? Na. Geht dran vorbei. Aber hoffentlich nicht am zweiten Mann. Nee, warte mal, Göteborg, die hatten wir irgendwo im Pokal auch schon. Sogar in diesem Let's Play. Schon bei FIFA 16. Irgendwie kommt mir das. Nee, Champions League spielen wir nicht gegen Göteborg, oder? Wir spielen gegen Lüttich. Wir spielen gegen Marseille. Der letzte fällt mir gerade nicht ein. Oder ist es wirklich Göteborg? Nee, ZSKA Moskau. Genau, die Moskauer haben wir auch noch in der Gruppe in der Champions League. Europa League haben wir die Grasshopper Zürich. Hier. Dann haben wir Braga. So, der letzte. Ich stehe auf dem Schlauch. In meinem eigenen Let's Play stehe ich auf dem Schlauch. Gegen wen spielen wir denn als nee, letztes? Jetzt spielen wir da gegen Göteborg. Mit Newcastle. Kann sein. So, Nachspielzeit beträgt 1 Minute irgendwie. Das Spiel ist so ein bisschen so lala. Also irgendwie haben wir einige Chancen gehabt, ja, aber nachdem wir irgendwie da irgendwas mit uns so ein bisschen angefangen haben, selbst zu hadern, ging es irgendwie in die falsche Richtung.
Irgendwie ging es dann voll in die falsche Richtung, 0-0. Ja. Ja, der Gegner noch keine einzige Chance, umso besser, Pinto muss sich dann nicht beweisen. Andersrum, es ist eben nicht unser A11-Sturm, ne? Das darf man nicht vergessen. Das sind nicht unsere besten beiden Spieler, also nicht Nordstrand dabei. So. Ja, gefährlicher Pass kommt an und dann, ja... Den hat er eigentlich im Endeffekt voll und ganz Ball gespielt. Das darf man hier so auch sagen. Und das ist Freistoß für uns. Das war ein Ellenbogen anlegen. So. Ja, jetzt ist hier wieder keiner, ne? Dankeschön, da kommt der. Ah, falsche Ecke. So, jetzt bloß nicht nervös werden. Durch ruckartige Bewegungen. Jetzt vielleicht, jawohl! Und das ist die Erlösung. 1-0 geht doch. Oh jemine, was ist das denn für eine Partie wieder? 1-0, ja, das ist mehr als endlich mal. Mehr als nötig. So, und theoretisch müssen wir jetzt hinten dicht machen. Theoretisch. Praktisch gesehen wisst ihr ganz genau, hinten dicht kann auch ganz böse ins Auge gehen. Und wie gesagt, wenn das jetzt morgen passiert, also wenn wir diesen Stand jetzt erhalten sollten, 1-0, wäre natürlich hier Spielergebnis technisch aber sowas von unterwürfig. Wenn das morgen so sein sollte, wir führen 1-0, können wir theoretisch hinten dicht machen, weil wir brauchen nur einen Punkt. Stand jetzt! War andersrum, wir kennen das, ne? Stand jetzt und dann geht das alles nach hinten los und das Übliche. So, deswegen, wir spielen hier jetzt nicht auf Safe. Wir spielen unsere Standardfußball. So, jetzt die Chance hier zum 2-0, aber das ging jetzt nicht so ganz gut. Ich glaube, der Gegner ist auch ein bisschen überrascht jetzt, dass wir wirklich hier versuchen, auf das zweite Tor zu machen. Das war jetzt nicht so gut und dementsprechend gehen sie dazwischen. Und jetzt können sie auskontern, das machen sie aber nicht. Ging das Tempo nicht so hoch. Das natürlich für uns super ist, dass die das Tempo jetzt nicht kriegen. So, stellt sich jemand frei. Dankeschön. So, gut vorbeigesprintet. Jetzt vielleicht die Chance, aber den will er haben. Den will er sowas von haben. Und es gibt Elfmeter. Aber den will er auch sowas von haben. Blattrot, Fragezeichen. Nein, gelb. Nicht blattrot. Gucken wir uns das nochmal an. Das ist natürlich... Ja, okay. Hätte auch gut und gerne rot geben dürfen. So, wechseln natürlich hier in Göteborg. Alle buhen sie den aus. Er darf jetzt selbst, der darf jetzt nicht selbst schießen, sondern sein Sturmpartner. Und der sitzt. 2-0. So, und jetzt entwickelt sich das Spiel so, wie es sich eigentlich hätten entwickeln sollen. 2-0, jetzt können wir wirklich, jetzt sind wir, also, wenn das jetzt noch schief gehen sollte, dann, wenn das hier jetzt noch schief geht. So. Nächste Möglichkeit hier für den Gegner dieses Mal. Die erste Möglichkeit. Und Flanke kommt. Pinto auch. So, direkt frei gesehen. So, und man sieht jetzt auch unten in der Taktik hier, sehr schön auf dem Radar, dass die sehr weit nach vorne gerückt sind, jetzt die Göteborger, also hier die Schweden. Und das birgt natürlich extreme Gefahren. Natürlich, wir sind jetzt nicht die Weltklasse-Mannschaft, die kontern kann. Also das sind andere Teams, aber...
Ich würde schon fast sagen, dass es reicht für den Konter. Schiedsrichter sagt, nein, war kein Foul. Schön, aber das war jetzt nicht sehr schön. Direkt gegen Mann gepasst. So, 20 Minuten sind es noch. Gucken, jetzt natürlich, jetzt sieht man auch wieder in der nächsten Taktik. Jetzt im Endeffekt, dass die wieder defensiver gehen. Dass sie sehen, oh, 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 die können uns jetzt wirklich ernsthaft angreifen. Das lassen wir mal lieber sein. Dass die jetzt hier versuchen, uns auszukontern. Aber so kann das aber klappen. Ja, Freistoß. Also da will der jemand wohl gleich die nächste Karte holen. So sieht's aus. Die nächste Karte. Svensson. Aber den kann es auch völlig lax sein. Ja, will. Also das sieht aber deutlich mehr aus, als dass er uns ummieten möchte, uns ernsthaft verletzen möchte, anstatt an den Ball zu kommen. Es gibt Freistoß aus 31 Metern. Theoretisch können wir versuchen, raufzuzielen. Machen wir aber nicht. Dafür versuchen wir es einfach jetzt mit der nächsten Möglichkeit. Und der Torwart ist raus und dann ist das natürlich wieder ganz klassisch. Dann kriegen wir den Ball nicht unter Kontrolle und können nicht ins leere Tor schießen. Es ist einfach wieder der Klassiker schlechthin. So, nächste Möglichkeit. Hier zum 3-0, denkst du. Abgefälscht. Ja, ein echter Torwart, der wäre dann in die Ecke gesprungen und dann wäre der Ball ganz unglücklich ins Tor gelaufen. Aber okay. Das müssen die hier noch bei EA noch irgendwie richtig hinmanagen, dass der Torwart wirklich dann auch in der Hinsicht in die falsche Ecke springt. Dass er nicht so lange wartet, bis irgendwann mal der Ball so in die knapp in die Nähe gekommen ist. Ja, kommt der noch ran? Nein. Schade. Schade, schade, aber komm. 2-0. Ein Unentschieden reicht im Finale. Aber das haben wir auch lediglich zu verdanken damit, dass wir das letzte Spiel gewonnen haben. Hätten wir das nicht gewonnen, dann wären wir hier heute in Pflicht gewesen, wären wir morgen in Pflicht gewesen. So haben wir Gott sei Dank zumindest die Kür erledigt. Oder noch nicht. Pinto kriegt den. Aber Gott sei Dank haben wir Pinto im Tor. Also hätten wir da jemand anders im Tor gehabt, ich glaube, das wäre ganz böse ins Auge gegangen. So, nächste Möglichkeit. Müssen natürlich gucken, weil er eigentlich an beiden Mann vorbei, indem ich halt wieder Rückwärtsgang einsetze. Das hat jetzt nicht so geklappt. Aber das klappt eventuell. Nee. Wie gesagt, wir müssen hier nicht... Ja, unser Spieler rollt da ein bisschen. wahrscheinlich noch einen Freistoß rausholen, aber... Naja, egal. So, eine Minute Nachspielzeit wird angezeigt. Und Pinto muss in der zweiten Halbzeit deutlich mehr machen als in der ersten. Aber ich glaube, das stört ihn nicht. Denn jetzt machen wir wirklich hier auf Safe und haben das Ding gewonnen. Ja, eine zweite Halbzeit, die im Endeffekt am Anfang gut war. Danach, ja, wie gesagt, das 2-0 nur noch über die Runden schaukeln. Aber das reicht. Das reicht für den Sieg. Das heißt, morgen brauchen wir nur einen Entschieden. Manchmal musst du auch ein bisschen taktieren. Also ein bisschen, weiß ich nicht, auf Fitness achten und alles mögliche. Spieler des Tages ist unser Argentinier. Auf der anderen Seite, ich glaube, grundsätzlich ist keiner schlechter. Also alle besser als auf der anderen Seite irgendwie alle, oder? Ja, irgendwie schon. Macht aber nichts. 499 Coins. Muss ich auch noch überlegen, ob ich ein paar Boosts demnächst einfach reintue, damit wir ein bisschen besser hier dastehen. Aber mal gucken. Also, einen Punkt brauchen wir noch. Ein einziger fehlt und dann haben wir es. Dann haben wir den Titel in der vierten Liga und können damit dann zuversichtlich in die dritte Liga kehren. Morgen dementsprechend dann die Vorstellung der Wappen, sowie der Stadion, sowie des Balls. Ich glaube, Balle gibt es zwei. Ja, Wappen, Stadion, Ball. Und Trikots. Wappen, Stadion, Ball und Trikots. Genau. Außer er lädt jetzt nämlich lange. Das wundert mich schon. Warum lädt er so lange? Dankeschön. Das ist aber... Junge, wollte mich hier verwirren. Also.
Schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder heißt FIFA Let's Play FIFA 16. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ciao!